Großbritannien ist eines der zwei Länder, in denen in jedem Jahr der Formel-1-Weltmeisterschaft ein Grand Prix abgehalten wurde. Und heute wird dieser Rekord weiter ausgebaut. Der 5,79 Kilometer lange Silverstone Circuit ist eine der längsten Strecken der ganzen Saison und umfasst aktuell 18 Kurven. Da die durchschnittliche Rundengeschwindigkeit bei 233 km/h liegt, ist die Strecke eine der schnellsten des diesjährigen Kalenders. Wir können uns jetzt schon einmal darauf einstellen, dass einige Wagen die Rechtskurven Abbey und Cobbs mit Vollgas nehmen werden. Neben mir befindet sich jetzt mein Kollege Stefan Römer. Danke, dass du dabei bist, Stefan. Du warst ja kurz noch in der Boxengasse. Wie schätzt du denn die Streckenbedingungen heute ein? Die Strecke sieht ziemlich sauber aus, aber ich mache mir Sorgen um die Temperatur. Es ist ziemlich kalt da draußen. Dadurch könnten einige Teams Schwierigkeiten haben, die Reifen im richtigen Betriebsbereich zu halten. Die Autos, die ihre Reifen wirklich stark beanspruchen und dadurch mehr Wärme erzeugen, werden weniger Probleme bekommen. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Aufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Valtteri Bottas hat gestern gute Arbeit geleistet, der Finne startet von der Pole. Vor Alexander Albon, der von Platz 2 starten wird. Und die übrige Startaufstellung ist wie folgt. Hamilton, Leclerc, Max Verstappen und Norris, Vettel, Sainz, Ricciardo und Danny Quert. Ocon, Stroll, Pierre Gasly und Perez. Russell, Magnussen, Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi. Richards, Schumacher, King und Nicolas Latifi. Welcher dieser talentierten Fahrer wird sich heute durchsetzen? Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Ja, da sind wir wieder. Keine Strafen. Das heißt, wir müssen tatsächlich doch mit dem 19. Rang hier leben. Ja, gucken, was haben wir da rauskommt. Los geht's. Viele Worte brauche ich jetzt gerade nicht zu. Brauche ich jetzt gerade nicht zu wechseln. We're not seeing any technical issues coming off the practice start. Watch the RPM on the full start. We don't want to bog down. Gucken, was halt wie gesagt final am Ende rauskommen. Klar, Flügel. Halt. Flügel umstellen kurz. Was am Ende? Die Frage ist, was für kommt am Ende final in diesem Rennen raus? Punkte? Gucken. Conditions look stable at the moment. No rain currently expected. Kein Regen, der erwartet ist, aber wie gesagt, das kann alles mal passieren. Ich hatte auch gehofft, so ein bisschen ein paar Autos noch mit Strafen, aber nein, gibt das nicht. Ich denke, Podium und alles drum und dran, das wollen wir auch gar nicht drüber nachzudenken. Dass der Vettel wahrscheinlich dieses Rennen wieder ein bisschen ausbauen wird, so ein Abstand wieder ein bisschen ausbauen wird, ist klar. Aber was kommt halt final raus? Machen natürlich jetzt ein bisschen vorsichtiger hier. Wieder. Was kommt dann mal? Was kommt heute raus? Das ist ja das große Ding. Da kann ich übrigens gerade nichts für. Das Spiel hat schon übernommen. Da ist nämlich gerade ein Giovinazzi drin in mir. Das ist gerade sehr unangenehm. Na gut, wie dem auch sei. Wie können wir es schaffen? Schaffen wir den Start? Das ist das Wichtigste. Wir stehen außen, das könnte ein kleiner Vorteil sein. Schon dick verloren. Die beiden Williams sind schon. Aber Mick ist schon da vorbei.
Ja, wir haben zwei Plätze verloren. Und zwar alle. Ja, da ziehe ich jetzt zurück und da fährt mir nur der erste ins Auto. Und das ist eben genau Giovinazzi, der da mir schon mein Flügel wegrasiert. Be careful with the front wing. You've taken some minor damage. Das hat schon mal gut funktioniert. Dankeschön. Aber ich ziehe noch zurück. Oh, Alter, bleib doch nicht stehen. A new strategy is available on the MFD. Oh, das war's. Der Flügel ist weg und ich nehme noch meinen Teamkollegen mit in dem Moment. Och Mann. Ja, das Rennen ist schon jetzt gelaufen. Das wird tatsächlich eine faustdicke Klatsche für uns hier. Ja, da kann ich aber nichts für. Das hat ja super funktioniert. Muss ich meinen Teamkollegen vorbeilassen und gucke jetzt das ganze Rennen hinterher. Ja. Und damit haben wir schon eigentlich verkackt. Ja, weil sie da am Ende schon alle vorbeigezogen sind. Mir tatsächlich die Lücke, die ich eigentlich versucht hatte zu treffen. Und du kriegst auch eine 5 Sekunden. Pff, jetzt Spiel ist jetzt das Rennen schon gelaufen. Also 10 Sekunden für was? Ja gut, da kann ich nichts für. Der Abflug über die ersten 5 Sekunden, weiß ich nicht. Ich bin halt abgerutscht. Bin halt weggerutscht mit dem kaputten Flügel. Ich muss eigentlich schon fast auf hart gehen. Die Medien werden nicht reichen. Naja, wie gesagt, es ist zum Kotzen gerade. Also das Rennen steht definitiv alles unter einem... Go, go, go! Ja, und damit ist es halt, wie gesagt, schon da klar durch. Die 13 Runden werden wir heute nicht sehen. Up to speed now. Let's get some heat into those tires. Vielleicht mit dem Glück ein Safety Car noch irgendwie reinzuholen. Aber ich hatte gehofft, so mit 519 aus was noch mitzunehmen, aber das ist ja halt schon komplett. Ist ja quasi der halt schon direkt schon am Anfang zerstört worden. Bottas fährt schon die schnellste Runde, also die sind schon auf der zweiten Runde, dritten Runde jetzt. Und wir sind gerade angefangen in der zweiten Runde. In der zweiten Runde angefangen. Oh Gott, ey, was für eine Scheiße. We've got a lot of spare energy. Use your overtake button. Ach, lass mich schon. Ja, aber dann gibt's halt auch wieder, gibt's wieder so ein Rennen, wo es einfach nur auf die Fresse gibt. Für die KWM ist das alles andere als gut. Wie gesagt, ich nehme auch die Schuld ein bisschen auf mich, da war ich auch sehr optimistisch gegen Giovinazzi, die ich dann nicht gesehen habe, und dann halt der Dreher, wo ich dann meinen Teamkollege mit wegnehme. The energy store is getting worn, reducing our overall capacity. The more charge you hold, the faster that capacity will drop. Ernsthaft, jetzt muss ich auch noch auf Marker fahren, damit ich... Ach, dann geh mir das Ding halt hoch, ist mir egal. DRS will be enabled this lap. You can use it when within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. Ja, herzlichen Glückwunsch, das wird bei mir nicht passieren. Eine Sekunde, wir haben jetzt richtig auf 43 Sekunden auf unseren Teamkollegen plus die 5 Sekunden Strafe. Das ist einzig die Möglichkeit, doch das Safety Car jetzt gerade was mich retten könnte. Was mir jetzt den Arsch retten könnte noch. Also, ja, dieser der Grand Prix war eigentlich schon nach den ersten Kurven zur weg. Einzige Hoffnung, die uns jetzt umso bleiben, was bis zur Wahl betrifft, ist, dass Sebastian Vettel tatsächlich ausscheidet. Aber das wird... Ja, mal gucken, was passiert noch.
Ein Rennen zu vergessen. Es lief so gut in den ersten Trainings. Es lief so gut. Da waren wir mit dabei vorne auf einmal. Aber dann halt der Samstag, der es mir wieder kaputt macht. Und dann die ersten Kurven. Der Flügelschaden. Wir haben excess fuel weighing us down. Set the fuel mix to mode 3. Let's push. Der erste der Flügelschaden am Anfang. Dann der Dreher, wo ich meinen Teamkollegen noch mitnehme. Schon in die Box musste, meinen Flügel wechseln musste. Die 10 Sekunden Strafe, das ist schwarzer Sonne. Gap to car in front is 40.5 seconds. 40,5 Sekunden. Ja, ein bisschen komme ich jetzt ran an den Kollegen. Also sagen wir mal so, aber fürs Rennen. Fürs Rennen irgendwie wird es nicht reichen. Gut, ja, sie müssen alle noch in die Box, ne? Vielleicht habe ich noch mal eine kleine Chance, um reinzukommen ins Rennen. Sekunden. Jetzt so ein Safety Car, das wäre jetzt irgendwie nicht, wäre vielleicht sogar noch die Möglichkeit, was zu reißen. Mehr aber auch nicht. So, 37,9 Sekunden. Also wir sind jetzt ein bisschen, haben jetzt aber gut was aufgeholt. Aber die Frage ist halt, wann gehen die als Stops los? Die müssen jetzt irgendwann in den nächsten Runden kommen. Ja, für die Reifen müsste es reichen. Das heißt, wir können durchfahren, sehr wahrscheinlich. The gap to the car ahead is 37.1 seconds. 6 Sekunden habe ich schon aufgeholt mittlerweile. Ich war mal über 43 weg. Aber dann ist halt der mega Abstand nach vorne mal 14 Sekunden. Aber wie gesagt, außer aus dem Safety Car ist es für mich halt nicht mehr zu holen heute. Vielleicht mit viel Glück den Teamkollegen noch zu packen, aber mehr auch nicht. Ich habe die ersten 5 Sekunden schon mal mit Giovinazzi die Karre gesegert ist. Engine is looking a little worn. Power output will be less than optimal. Ach, lass mich in Ruhe. Ja, wieder versuche ich ja das Rennen nochmal zu retten irgendwie, aber 700 mal noch hier in Großbritannien. Wie gesagt, das ist wieder so eines meiner absolut schwärzesten Rennen. Also die Kunde würde ich auch kommen noch holen. Das wird ja auch schwierig werden mit den 5 Sekunden. Dazu muss ich also erstmal rankommen, vorbeikommen und dann noch die 5 Sekunden wegholen. 34,3 Sekunden, als der Abstand nochmal gerade. Ich weiß nicht, wie die Boxenstops sind. Also ich arbeite mich jetzt langsam mal an den Rand auf jeden Fall. Vielleicht habe ich Glück, den zumindest mal nicht letzter zu werden. Aber das ist so das absolute Minimumziel. Aber wie gesagt, das wird wahrscheinlich schwierig werden. Die scheiß 5 Sekunden Strafen.
Ja, ich hab jetzt wirklich nicht geguckt, wie die Strafen aussehen. Wie die Strafe aussehen, ja. Wie die Boxen, wie lang die Boxen noch sind. So, aktuell immer noch 32 Sekunden. 32,5. Jetzt gehen die Stops los. Also wenn die jetzt gleich alle rein müssen. 32,5. Ja, vielleicht haben wir es. Mit ein bisschen Glück. Latifi und so, was da vorne ist, das werden wir nicht mehr kriegen. Weil ich ja auch bis jetzt reingekommen bin ins Rennen. ...31,7 der Rückstand auf Nick noch. Reicht es, um vielleicht mit ein bisschen Glück da noch irgendwie... Use your overtake button for more power. We need to push. Naja, ich versuch's zu pushen. Jetzt geht's auch nicht in die Box. Reicht das, um da vielleicht sogar noch die Möglichkeit nicht letzter zu werden? Das ist so ein ganz großes Ziel. Also, Mick ist jetzt schon auf 19 vor, Vettel auf 18 jetzt. Mick hat sich schon vorgearbeitet. Da. Safety Car. Jetzt hat man vielleicht noch mal eine. Jetzt können wir vielleicht noch mal was reißen. Jetzt könnten wir tatsächlich nochmal. Letzten 5 Runden noch. Drop your speed, our delta is too low. Ich hab doch eine fucking Durchfahrtsstrafe kassiert, weil ich zu schnell bin, Alter. Das ist. Ey, was ist das für ein Rennen, ey? Da habe ich aber auch nicht drauf geachtet, wenn ich ehrlich bin. Check your MFD for a new strategy option. Ja. Jetzt kann ich meine 5 Sekunden absetzen und ich will nochmal ein bisschen ins Rennen reinarbeiten. Wenn ich jetzt aber ich ehrlich bin, wenn ich jetzt in die Box gehe, dann habe ich das Problem, dass ich die alle hinter mir noch habe. Bottas und so. Ach, geh mir nicht auf den Sack mit deinem Scheiß. Ja, jetzt geht er nämlich. Mick is in the pits. Mick in the pits. Okay, slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. Reduce your pace. Aber ich Bottas hinter mir gleich habe. Der muss auch nochmal durch, der muss auch, der geht nicht rein, ne? Doch, jetzt geht's alle nochmal rein. Ja, ich riskier's jetzt natürlich, klar. Nochmal auf Medium zu gehen. Auf Soft zu gehen. Wenn ich Glück habe, das reicht mir, dass der sagt, okay, überhol dich zurück. Ja, Bottas, das geht auch. Ich muss mich mal für eine 5 Sekunden ansetzen noch. Ah! Go now. Jetzt komme ich als Durchfahrtsstrafen. Klar, was soll ich jetzt auch alle machen? Ich hau zum Medium runter. Ich weiß nicht, was da vorne ist, ob die jetzt alle da vorne mal reingehen wollen. Vielleicht habe ich Glück, dass wir uns ein bisschen zurückrunden können. Oder ich weiß, dass ein Red Bull durchgeflogen ist. Ja, die sind alle natürlich noch jetzt davor. So, Safety Car. Jetzt hoffe ich, dass gleich die Mündung kommt zurück. Runde dich zurück. Bleib hinter Sainz, ne? Ernsthaft?
die leise Hoffnung, vielleicht das Ding hier noch irgendwie nach Hause zu fahren. Also wir sind nicht Dritter. Wir sind 21. und überrundet. Nur ich hoffe, dass jetzt immer gleich die Meldung kommt, fahr vorbei. Runde dich zurückspiel. Dann hätte ich vielleicht die Möglichkeit, nochmal ranzukommen an die Spitze. An alles, was da so jetzt noch kommt. Ich habe meine Strafen los, ich muss nur halt irgendwie reinkommen wieder ins Rennen. Ich verliere natürlich jetzt mega Zeit. Es ist so traurig gerade, das Rennen. So eine leise Hoffnung ist nochmal ein bisschen zerstört worden. Das Bittere ist, dass ich jetzt gleich das ganze Feld um eine Runde vorbeilassen muss. Das wird nicht passieren. Das rafft das Safety Car, das Spiel leider nicht. Dass ich überrundet bin, dass ich eigentlich hätte gern zurückgerundet. Ich schaffe jetzt gleich, wenn das Safety Car gleich wieder reingeht. Nee, sie komplett einfach mal alle wieder vorbeilassen. Damit habe ich eine ganze Sekunde Runde Rückstand auf alles, was da so kommt. Was ein schwarzer Sonntag. Ja, ich war einfach nur abgedacht, okay, ich setze die 5 Sekunden einfach ab. Die 5 Runden einfach ab. 5 Sekunden ab. Wechselst auf die Rot und versuchst nochmal ein bisschen was zusammenzugreifen. Oh, Mann! Safety Car in this lab. Let's make sure those tires are up to temperature and. Ja, das war aber ich. Das war aber ich. Ich möchte ein bisschen gerade noch was am Einstellen war. Ich darf jetzt eh gleich hier alles vorbeilassen. Ich krieg jetzt Dauerblau und dann darf ich das Feld vorbeiziehen lassen. Und dann ist es halt einfach. Leider sind wir nicht Dritter. Also, führen Albon, Sainz und dann, glaube ich, vermutlich dann Bottas, seht ihr uns jetzt hinklebt. Okay, clear. Das geht schon los. Jetzt darf ich das ganze Feld vorbeilassen. Boah, ist das schlimm, ey. Das tut gerade richtig weh, dass das Feld, dass ich das ganze Feld hab ziehen lassen. We're running an excess on fuel. Mix 3 is there if you need it. Mix 3. Kollision mit Latifi? Latifi? The problem is terminal. They're retiring the car. Ich hab. Okay, fahr doch vorbei. Also, ich hab mit Latifi nichts zu tun. Hab ich jetzt. Und da sind wir momentan 20. Ja, virtuell 20. Ich weiß. So, jetzt versuche ich natürlich wieder ein bisschen was anzugreifen an meinen Teamkollegen. Das ist sicherlich die letzte Runde. Und wir hängen, wie gesagt, komplett. Ich habe das Rennen sie gelaufen. Wir haben eine Runde Rückstand alles an auf das komplette Feld. We have 5 laps of fuel remaining.
Ja, das ist wieder so ein absolutes Rennen, wo alles kaputt geht. Albon und Sainz sitzen noch in der Box. Die fahren jetzt auch nochmal rein. Und schmeißen so ihr Rennen weg. Ja, ich hab leider genau die Sekunde. Leider die genau die Runde auf Rückstand. 17. ist der Mick, 21. ist von mir. The car ahead is coming to fit the mediums. Car ahead now running medium tires. Ja, Safety Cards werden ein bisschen kaputt gemacht. Schnelle Autos kommen näher. Ist mir jetzt egal. Blue Flag, Blue Flag. Dass der Mick jetzt hinter mir ist, ist mir klar, aber ich weiß, die letzten Meter sollte mir noch eine 5-Sekunden-Strafe drücken, ist mir wurscht. Bottas gewinnt den großen Preis hier von Großbritannien. Dann doch noch irgendwie, Albon hat es weggeworfen am Ende. Und dann ist dieses größere Rennen. Am Ende ist es nur Platz 20 mit einer Runde Rückstand. Es fing schon in der ersten Runde an, als der Flügel wegrasiert wurde. Und dann auf einmal war noch der Dreher, der Mick noch mitgenommen hat, das Safety Car, das es nicht geholfen hat. Ein actionreiches und erinnerungswürdiges Rennen hier in Silverstone und ein beeindruckender Sieg. Ja. Stefan, was hat sie im heutigen Wettbewerb von den anderen abgehoben? Die Safety Car Phase hat den Rennverlauf auf den Kopf gestellt, nicht wahr? Es ist schwer zu sagen, was ohne sie passiert wäre, aber er hat diese Situation auf jeden Fall ausgenutzt und sich eine gute Position verschafft. Dauert jetzt gerade wieder einen Moment, bis er sich da um die Seite geladen hat. Nach einer ausgezeichneten Leistung bei diesem Grand Prix wird es sicher heute Abend beim Mercedes-Team reichlich zu feiern geben und sie haben es sich verdient. So. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Wichtige Punkte für Valtteri Bottas, der damit seine Führung in der Rangliste weiter ausbaut. Kommen wir zum Fahrer des Tages, Stefan Römer. Wer ist dein Kandidat? Meine Wahl wäre Lance Stroll. Er konnte ein beständig hohes Tempo halten und dabei auch die Kurven gut meistern. Das ist für mich ohne Frage George Russell. Was für eine Leistung. Er kann zu Recht stolz darauf sein, was er heute da draußen vollbracht hat. Nichts gegen die Wahl der Fans, das wäre durchaus gerechtfertigt. Aber ich finde, meine Wahl hatte ein kleines bisschen mehr zu bieten. Was hier den Unterschied gemacht hat, war die Fähigkeit, ruhig zu bleiben und am Ende so stark abzuschließen. Zumindest meiner Meinung nach. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Mercedes baut seine Führung weiter aus. Auch für Haas war das ein starkes Rennwochenende. Das amerikanische Team hat tolle Arbeit geleistet und klettert in der Rangliste weiter nach oben. Und damit geht ein weiteres Formel-1-Wochenende zu Ende. Ein Lichtblick sind die Rennen, die noch vor uns liegen. Also seien sie auch bei denen definitiv wieder mit am Start. Wo haben wir denn jetzt noch die Punkte hergeholt? Weil ich gerade bei 120, Renault sind bei 117. Haben die sich jetzt die Punkte noch geangelt? Wir waren ja eigentlich hinter links, ne? Wenn ich das richtig im Kopf habe. Oder hat der Mick ja... Weil ich nehme es gerne. Wir sind jetzt Vierter in der Konstrukteurs-WM, aber... Weil Renault hat eigentlich 12. Und Ricciardo hat auch nochmal Bombenplätze geholt. Da soll immer so ein Fehler drin sein.
Naja, wie gesagt, nehme ich gerne. Irgendwo ist ein Fehler mit drin. Definitiv. Aber gut, ich nehme es halt gerne an. Sind wir halt Vierter. Aber trotzdem. Schlechtes Wochenende, definitiv. Also, was heißt das Wochenende? Eigentlich der Samstag und der Sonntag war eigentlich schlecht. Der Freitag war ja ganz gut, aber danach geht es ja eigentlich gar nicht mehr zurecht. Na gut, nächste Rennen ist Ungarn. Großartige Leistung da draußen. Ich nehme an, Sie sind recht zufrieden damit. Sie übertreffen alle Erwartungen. Würden Sie sagen, dass man Sie unterschätzt hat? Woran glauben Sie, lag es, dass Sie heute nicht so schnell waren wie Ihr Teamkollege? Na, klar. Heute gab es so einige Zusammenstöße, nicht wahr? So. Klasse, das war dann alles. Yeah. So, gut. Müssen wir halt immer mit leben. Nächstes Rennen ist dann Ungarn, genau. Das wollte ich gerade sagen noch. Wir sehen uns dann wieder. Bis dahin und tschüss.